Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Oh nein. Du hättest ja alles nehmen können. Das wäre schon viermal um die Ecke gedacht. Was? Kinder sind doch teurer, als ich dachte. Dann sage ich die Kosten tatsächlich, ob du es mir glaubst oder nicht. Mann. Wenn ich mir schon eine teure Uhr hole, dann muss da schon fett stehen. Ich bin reich. Caro glaubt noch an die Menschheit. Hello Friends und willkommen zu unserem neuen Video. Welcome, welcome to a new video from the Nakers. Oh mein Gott, okay. Wir sind heute im Partnerlook, weil ist cool. Richtig cool. Und ich habe roten Nagellack drauf. Muss ja, darf ja auch einfach nicht mehr fehlen, dass ich meinen Nagel. Ja, schon. Also wenn man irgendwas präsentieren kann, dann muss man das auch tun. Dann ist es Nagellack. Man kann ja auch anderes präsentieren. Du könntest ja zum Beispiel deine Ohrringe präsentieren. Caro hat nämlich neue Ohrringe. Das sind einfach die Billow von DM. Das heißt ja nicht, dass die kacke sind. Nee, die sind nicht kacke, aber es ist halt ein kleiner Ersatz zu denen, die ich sonst habe, weil die ich sonst habe, jetzt Gammel und Caro hat die einfach weggeschmissen. War einfach so, tschüss. Ich habe einfach jetzt meine zweiten Ohrlöcher. Du bist immer noch fokussiert. Oh mein Gott, das ist, was ist das für eine Perspektive? Meine zweiten Ohrlöcher konnte ich jetzt... Hast du jetzt deine Nase? Ja, das war ganz hässlich. Okay. Habe ich jetzt meine Medizinstecker rausnehmen können und habe jetzt da die normalen und jetzt Caro mir geschenkt, passend zur Kette. Ja. Ja, wie gesagt. Hat jetzt Fokus wieder verstanden. Ja. Gut. Kann ich... Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Oh nein. Mhm. Kann ich ja nichts mehr, wenn der das nicht fokussiert. Ja, Leute, heute gibt es mal wieder ein ganz spektakuläres Challenge-Video von uns. Und zwar werden wir heute Preise erraten gegeneinander. Und Caro meint, sie hat auch crazy Sachen rausgesucht, aber ja, cool. Ich kann ja nur von mir jetzt sprechen. Ich habe komplett gestörte Sachen rausgesucht. Also ich bin auch diesmal der festen Überzeugung, wir haben nicht die gleichen Sachen wie sonst immer. Also vielleicht wird es doch wieder, also das wäre crazy, weil du hättest ja alles nehmen können. Alles auf dieser ganzen Welt. Das wäre krass, wenn wir jetzt irgendwas gleich hätten, weil ich habe wirklich verrückt. Ich glaube, es wird sehr, sehr witzig. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mitraten. Und dann würde ich einfach sagen, starten wir, weil wir haben wieder 10 Sachen und ihr kennt uns. Wir werden wahrscheinlich wieder nach der Hälfte merken, wir nehmen schon 35 Jahre auf. True. Okay. Let's go. Sie hat es vergessen. Nice. Das musst du jetzt mit reinschneiden, dass du es vergessen hast. Ich du das jetzt immer mal. Du hast das vorgeschlagen. Keine Sorge, ich war gerade nicht vorbereitet, aber ich. Ja, okay, dann nochmal. Okay, let's go. Nein, du machst das falsch. Okay, let's go. Und du hast gerade was Falsches gesagt. Okay, das ist nicht falsch, wenn ich das einfach anders betone. Nee, das muss schon unsere Betonung sein. Automatisch falsch. Doch, das muss unsere Betonung sein. Okay, nochmal. Okay, let's go. Ja, das war richtig. Okay, wer fängt an? You know what time it is. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Bam. Okay, du fängst an. Also du fängst an. Achso, du darfst entscheiden. Okay. Ja. Ich will das... Obwohl, nee, ich möchte zuerst was sagen. So. Du fängst an zu raten. Also. Oh, ich habe mir meine Preise offen gehabt. Oh, lol. Okay, warte. Wir müssen jetzt noch klären. Wir haben es natürlich vorher nicht geklärt, weil Caro meinte, lass das später klären. Ob wir dem anderen einen Bereich geben. Zum Beispiel, du darfst 10 Cent entfernt sein oder 10 Millionen. Dann wüsste man ja schon, in welchem Bereich sich das befindet. Oder ob wir einfach random. Ohne. Random. Und wenn man dann komplett weit entfernt ist, kann man nochmal sagen, ein Rahmen. Centbereich. Nee, nicht Rahmen, sondern du bist Centbereiche. Kannst du entfernt sein. Weil dann weiß man, okay, ich habe gerade 10 Millionen gesagt, das ist aber wahrscheinlich eher so 1 Euro. Und dann Centbereich ist es anders. Was? Nein, guck mal, ne, wenn du zum Beispiel... Ja, aber du meintest gerade, dann ist es Centbereich und dann... Nein, von einem zum Beispiel, nein, zum Beispiel sag ich jetzt Bananen, ja? Und dann sagst du, ja, 1 Euro. Aber ich habe goldene Bananen rausgesucht, das sieht man vielleicht auf dem Bild nur nicht. Und das sind eigentlich 10 Millionen. Dann sag ich, du darfst Millionen entfernt sein. Dann weißt du ja schon, okay, das ist ja ein viel größerer Rahmen, weil würde ich von dir nur wissen wollen, 1,50 Euro, dann würde ich da sagen, du darfst Centbereich, 10 Cent entfernt sein. Mhm. Checkst du? Aber man sagt dann nicht, du darfst 1 Million entfernt sein, sondern du bist 1 Million entfernt. Nee, du darfst 1 Million entfernt sein. Aber man darf das doch nicht. Also, nein, aber dann weißt du ja, es geht nicht darum, ob du 1 Euro oder 2 Euro, dass das 1 Euro oder 2 Euro kostet, sondern dann weißt du, es kostet vermutlich 5 Millionen. So, Leute, jetzt. Ich habe das Caro gerade nochmal erklärt. Anders erklärt, ist besser. Ja. Boah, jetzt tu nicht so. Du hast einfach ein Brett vom Kopf gehabt. Das haben viele schon auf diese Art und Weise gedreht. Ich habe aber nicht viele.
mir dabei zugeguckt. Ja, das ist ja dein Problem. Also Leute, zum Beispiel kostet etwas 100 Millionen. Wenn sie dann sagen würde 99 Millionen, wäre das ja so nah da dran, dass man dann sagen könnte, du hast einen Punkt. Weil in dem Fall ist es okay, 1 Million entfernt zu sein. Das heißt, wenn sie bei der Banane sagt 1 Euro, das sind in Wirklichkeit 50 Millionen. Und ich dann sage, okay, du darfst nochmal raten und du darfst circa 1 Million vom Originalpreis entfernt sein. Dann weiß sie, okay, und wird es vermutlich nicht 1 Euro sein. Weil bei 1 Euro hätte man vielleicht gesagt, du darfst 2 Cent entfernt sein oder so. Okay, damit starten wir jetzt. Ja, aber wir fangen jetzt... Das halt sau verweh, weil du gesagt hast, so 1 Euro Bananen und 1 Million. Und dann diese Conclusion von 1 Euro und 1 Million. Nein, ich habe das anders erklärt. Ich habe gesagt, wenn ich dir dann sagen würde, du darfst 1 Million entfernt sein, dann müsste dir sofort klar werden, okay, dann werden es nicht 1 Euro sein. Ja, ich habe es auf jeden Fall jetzt verstanden. Ja, okay. Aber jetzt okay. Am Anfang raten wir einfach random drauf los. Ich glaube, das ist witziger. Ja. Wir blenden euch natürlich auch erstmal nicht den Bild, aber Preis bilden wir euch auch erst ein. Blenden wir euch erst ein, wenn es mehr oder weniger erraten wurde, damit ihr mitraten könnt. Okay, die ersten Produkte. Das erste Produkt haben wir hier. Socken? Du kannst Socken ruhig sagen. Okay, es sind Socken. Okay, GG könnte jetzt ein Fake sein, könnte aber auch echt sein von Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Oh, ich gehe mal davon aus, du bist nicht so einfallsreich gewesen, hast Fake Gucci Socken genommen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht, dass du Fake genommen hast. Das wär schon 4-mal um die Ecke gedacht. Deswegen gehe ich mal davon aus, es sind real. Und ich sage, die kosten Gucci. Die kosten 119,90 €. Ja, was sage ich jetzt? Du kannst jetzt sagen, du darfst so und so viel entfernt sein und du bist leider nicht im Rahmen. Ich würde sagen, du dürftest 50 € entfernt sein. Was? 50 €? Wie teuer sind denn diese Socken? Ja, und du bist halt 100 entfernt. Was? Weil die kosten 19 €. Spaß. Ich dachte, ich darf nochmal raten jetzt. Das war doch ein Witz. Kosten die etwa 339 €? Nein. Wie viel? Jetzt sag. Man hat immer dann 2 Versuche. Soll ich jetzt sagen? Ja. 210 € für Socken. Also Leute, wir decken hier heute. Also wir gehen hier nicht nur auf Preise erraten. Nein, wir bedecken hier die Inflation mit auf. Wir decken hier die hochpreisigen. Also ich bin ja vollkommen dafür, wenn man sich teurere Sachen kauft, die dann fair produziert wurden. Aber 219 € für Socken? Mhm. I doubt it. Also 210, Entschuldigung. Falsche Informationen geben. Und gesellschaftskritisch ist dieses Video auch noch, ja? Ja, und wir müssen jetzt vorher sagen, manche Produkte waren auch reduziert, aber wir haben den normalen Preis genommen, nicht den reduzierten Preis. Okay, also bei mir gibt es als erstes dieses handelsübliche Dreirad für Kinder. Eine Marke steht schon da dran, Lasse, aber das sagt mir jetzt selber auch nichts, also wird es dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Okay, ich analysiere. Also erstmal Lasse, das sagt mir jetzt nichts. Wenn ich mir aber so anschaue, wie die Materialien aussehen, die Reifen sehen gar nicht schlecht aus. Aha. Und das Holz auch nicht. Das ist verarbeitet, ganz normal. Man kann den Sitz sogar verstellen, was auch nicht immer normal ist. Deswegen, wenn ich überlege, Dreirad würde ich schätzen 49,90. Du darfst 10 € entfernt sein und bist nicht im Rahmen. Dann glaube ich noch teurer, weil es kann nicht noch billiger sein. Deswegen sag ich 70. Ne, leider verkackelt, denn dieses Dreirad kostet stolze 99,95 €. Kinder sind doch teurer, als ich dachte. Also ich glaube, ich überdenk das noch. Das ist dieses typische Thema. Kauft man sich unbedingt für sein Kind das Allerneueste? Wahrscheinlich ist das auch noch das hochpreisigere Segment. Ja. I doubt it. Okay. Nächstes Produkt von mir. Ein Reifen. Ja. Das GT Radial Reifen. Ah, alles klar, okay. Weiß man, was für ein Reifen das ist? Von welchem Fahrzeug? LKW, Auto? Ich weiß das. Ja, aber das wäre ja wichtig zu wissen. PKW. Boah, keine Ahnung, wie teuer solche Reifen sind. Die können teilweise 100, 300 Euro kosten. Ich sage jetzt, das scheint mir eine krasse Marke zu sein. Kostet ein Reifen... Ich bleib bei meiner Zahl. 119,90 €. Okay. Ich sag mal so, du dürftest 20 entfernt sein, das bist du nicht. Okay, dann gehe ich auf günstig. Ah, gehe ich auf
günstiger. Nee, auf teurer, ne? Bosch, wie? Nee, ich gehe auf günstiger. Ich weiß, das von so einem LKW oder so meistens so 300 Euro pro Reifen. Aber PKW, ich meine, du hast halt eigentlich mal Originalreifen, oder? Oh, kein Plan, kenne mich gar nicht damit aus. Dann sag ich 70 Euro. Ja, du bist gerade im Rahmen. Okay, wie viel sind es? 52,29. Oh, so günstiger Reifen, oder? Ich ja. habe keine Ahnung. Du ja. hast halt ja wahrscheinlich auch andere Produkte. Ja, aber da gibt es gibt wirklich da eine große Spanne. Ja. Aber das war so der Mittelweg. Also es war jetzt nicht außerordentlich günstig. Ich hätte auch. Ach krass. Ja. Ich dachte, Reifen sind richtig teuer. Die sind sogar momentan reduziert auf 30. Also. Oh, Schnapper, Leute. Also falls man einen Reifen braucht, dann würde ich mal hier mit Schnapp jetzt gucken. Aber zu. Es geht weiter mit einem Champagner Dom Pérignon. Ach du meine Güte. Genau. Also Dom Pérignon hat man bestimmt schon mal gehört. Aber in welchem Preissegment sich das befindet, wusste ich vorher nicht. Oder ja, springt es weg. Also, wir haben hier eine sehr edle Flasche. Sprache sollte es. Es erinnert mich, hat irgendwie einen Vibe von. Normalerweise ist doch sowas Teures immer aus Paris oder so. Oder Paris. Italien, oder? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob das irgendwas Italienisch ist. Mir reicht der 2 Euro nicht rein, deswegen. Dieser Strich über dem E, ich glaube, das ist wirklich Italienisch. Flasche, also da kann man wirklich alles ultra teuer werden. Deshalb, da das auch teuer aussieht und Nadine wahrscheinlich jetzt nicht eine 10 Euro Champagnerflasche für interessant halten würde, würde ich schätzen 65 Euro. Ja. Weil Wein kann noch viel teurer sein, aber so Champagner kann eigentlich nicht so teuer sein im Gegensatz zu Wein. Stimmt, das ist ja gar kein Wein. Ja, deshalb. Du darfst 2000 Euro entfernt sein. Bitte. Deswegen kannst du dir denken, du liegst nicht im Rahmen. Also das ändert jetzt nochmal einiges. Deshalb wäre ich jetzt bei 4600. Mit 2000. Also dieser Champagner oder whatever, Wein, Rosé, keine Ahnung was, ja, ist mit der teuerste, den es gibt und der kostet 50.000 Euro. Ich glaube, es sind aber 6 Liter. Ich bin mir nicht ganz sure. Da stand irgendwas von wegen 6 Liter. Ich konnte aber nicht weniger andrücken. Deswegen weiß ich nicht, ob es 1 Liter sind oder 6 Wer Liter. Wer zur Hölle kauft sich... Hinterfragen okay. wir das mal nicht. Einfach also ich meine, wenn man irgendwann Milliardär sein sollte und du hast irgendein Anwesen und da soll irgendwas Cooles stehen, dann kaufst du dir so ein Ding als Sammlerstück und bleibt dann dafür immer stehen. Aber was bringt mir das zu trinken? Das schmeckt doch nicht anders. Das schmeckt, mir wird es wahrscheinlich nicht mal schmecken. Ich ehrlich, ich brauche süßes irgendwas und dann reicht ja. mir das. Aber ja, never mind. Okay, warte. Jetzt haben wir dieses Stirnband. Ich würde mir rausnehmen, dass es Billo aussieht. Deswegen sag ich 4,65 Euro. Ich hätte gesagt, dass 5 Euro im Rahmen sein, das bist du nicht. 5 Euro im Rahmen? Ach krass. Dann sag ich 12,99 Euro. Ja, also 11,99 Euro. Ach krass, okay. Ja, dann habe ich ein bisschen zu Billo gedacht. Ja, wahrscheinlich wegen dem Bling da noch ja. dran. Ne? Okay, kommen wir zu einer Sache, die du kennst. Ich wollte nämlich natürlich etwas reinnehmen, was du kennst. Alpro Cooking Light ist eine geile pflanzliche Sahne-Alternative. Also Leute, kann ich euch ans Herz legen. Schmeckt genauso wie nicht pflanzlich. Das ist geil. Und ist sogar light. Gibt auch nicht leid, aber ja. Und da wollte ich jetzt mal testen. Ich wüsste es auch nicht, weil klar, im Laden guckt man drauf, was so die Preise vergleichen und so. Aber man merkt, also ich merke mir nicht, wie teuer dann, also wenn ich aus dem Laden raus bin, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube sowas wie 2,50 oder so. Nein. Du darfst, Wie? Nein. Du darfst 10 Cent entfernt sein. War das jetzt so abwegig oder was? Ja, also ich verstehe, wo der Gedankengang herkommt, dass alles arschteuer ist, aber du bist zu teuer. Dann 1,90. Du bist immer noch nicht im Rahmen. Es wären 1,29. Also ist doch schön, dass du mal zu teuer geraten hast bei krass. Diesen ganzen Produkten, die gerade täglich teurer werden. Ja, man muss halt das alles... Das Positive. Die Haare immer im Gesicht hier. Ja, man muss halt so alle Gegebenheiten, ne, mit einblenden. Jetzt haben wir was sehr Witziges. Mhm. Und zwar haben wir 3 Filterpatronen. Was sind denn Filterpatronen? Wofür? Für Wasser. Für Wasser.
Wasser. Ja, für Wasser was? Ja, hä, hey, ich bin gerade dumm, ich benutze sowas nicht mehr. Ist das für eine Kaffeemaschine oder was? Filterpatron, was ist das nochmal? Also es ist jetzt nicht so, als wenn man das nicht sagt, aber ich habe gerade keine Ahnung, für was für ein Gegenstand Filterpatron. Tja. Dann sage ich die Kosten tatsächlich, ob du es mir glaubst oder nicht, 79,53 Euro. Okay, also ich würde schätzen, im Rahmen von 20 Euro wärst du jetzt nicht. Noch toll, im Hauder günstiger. Das ist jetzt die große Frage. Filterpatronen, weiß ich ja nicht, wenn das jetzt hier für einen Thermomix irgendwas ist oder so, ist das wahrscheinlich arschteuer. Aber wenn es jetzt einfach nur für eine Kaffeemaschine ist, aber ich weiß, ich kenne mich da gar nicht mehr. Nee, ich fand es witzig, dass wir nicht wissen, wofür das ist. Ja, das ist auch wirklich witzig. Aber du weißt es jetzt, oder? Nee, ich weiß auch nicht. Immer noch nicht. Ja, schön. Obwohl, weiß ich das? Dann sag ich, sind es 53 Euro. Es sind 39,99. Ah, dann bin ich ja im Rahmen jetzt mit meinen 20 Euro. Das ist ja 20 Euro. Spannend. Was hast du nochmal gesagt? 53. Ja. Ja, und wofür sind die jetzt? Weiß ich nicht. Hier steht nur Jura. Jura ist doch Kaffee, oder? Keine. Jura ist das Ding, denn die Marke von den Patronen. Dann machen wir weiter with the next product und dann muss ich dir eben genaue Angaben geben, damit du auch auf das Richtige kommen kannst, wenn du es wissen würdest. Das ist ein Apple MacBook Air 256 GB, weil du weißt, beim Apple sind die Gigabyte immer wichtig, wegen der Preisspanne. Das ist das neueste Teil, so viel kann ich auch schon mal sagen. Wie viel Gigabyte? 256, das ist das niedrigste, was ging. Also ich gebe hier voll die Angaben, aber ich dachte, sonst kommen hier ein paar Apple Pros in den Chat. Bros in die Kommentare und sagen, Entschuldigung, du kannst das nicht ohne die Angaben, dann wird das 100 Millionen, 1000 Euro Unterschied. Und deswegen habe ich jetzt dir hier alle Angaben rausgehauen. Also, ich bin jetzt wahrscheinlich noch zu niedrig, weil das muss schon überteuert sein. Und ich überlege mal, so ein iPhone 11 zum Beispiel kostet ja um die 800, laut Stand 2020. Ja, weiß ich nicht. Also auch schon wieder veraltet. Deswegen, weil iPhone 11 es ja auch schon länger gibt und das immer noch 800 kostet, muss das neueste MacBook ja schon teuer sein. Und deshalb schätze ich jetzt mal 2500. Du darfst 100 Euro entfernt sein und du bist nicht drin. Nur 100? Billiger oder teurer? Sagen wir mal so, du hast auf jeden Fall schon im Blick gehabt, dass Apple teurer ist. Deswegen geh auf jeden Fall nicht höher. Dann sage ich 2399. Nee. Es sind 1499. Also es ist echt krass, wie man schon im Kopf hat, dass manche Produkte einfach überteuert sind. Weil, nein, ich will nicht sagen, dass es überteuert ist. Ich liebe iPhones. Aber bei PCs fühle ich nicht. Fühle ich nicht, weil ich meine, wenn du dir einen kompletten PC konfigurierst, kannst du für 1500 Euro schon echt Sachen zusammenstellen, wo du sogar mit streamen kannst und alles. Und ja gut, vielleicht kann man es mit dem MacBook auch, weil ein MacBook ist halt von der Leistung, glaube ich, stärker als normale Laptops, die jetzt, weiß ich nicht, 500 Euro kosten oder so. Aber weiß ich nicht. Da musst du dir ja noch 100 Millionen Adapter kaufen und so. Also ich habe auch schon viel mit dem Mac gearbeitet. Nicht mit meinem eigenen, weil ich sitze keine MacBooks, aber habe ich jetzt nie so den krassen Mehrwert drin gesehen. Meine Meinung, gibt tausend andere Meinungen. Aber es ist meine Meinung, deswegen, ja, hast trotzdem dann ja gut geschätzt. Okay. Aber iPhone beste. iPhone würde ich niemals eintauschen. Machen wir nur 5 Sachen. Ich glaube, nee, schon ich weiß nicht warum, was ist so ein Ding bei uns? Es ist so, oder 6 Sachen. Sagen wir sie, jeder macht 6, also jeder noch 2, ne? Wenn ich es nicht habe, ja. Was ist das denn? Feingold. 999 Gramm, ne, 5 Gramm. 5 Gramm Gold. Feingold. Zertifiziert. Dann sage ich, boah, Gold ist gar nicht so teuer, ne? Ich sag, das kostet 50 Euro. Noch mehr? Hä, wenn du dir so, du darfst im Rahmen von 50, 70 Euro sein, bist du auf jeden Fall nicht. Okay, ja, weil, wenn du dir halt sowas Vergoldetes kaufst, also ist es ja meistens nicht so teuer. Aber wahrscheinlich, weil das so ein Stück Gold ist, ist es teurer. Ich kenne mich gar nicht mit den Preisen bei Gold aus, Wechselkursen und so. Wechselkurse. Wir sind lieber Geld. Deswegen sag ich dann jetzt, mein zweiter Versuch sind 110 Euro. Nee. Oh nee, 70 Unterschied wäre schon krasser, ja. 339 Euro für 5 Gramm. Ah doch, okay. Also ihr könnt weiterhin Gold sammeln, Leute. Ihr könnt es doch weiterhin tun. Oder guckt die D-Max-Serie. Da erfahrt man auch einiges. Das ist daher, oder was? Ich mache jetzt was, was du auch kennst, aber ich glaube, wovon du trotzdem keine Ahnung hast, wie teuer es ist.
Also doch, vielleicht schon. Wir haben hier einmal Ben & Jerry's Cookie Dough. Ich mache auf jeden Fall einen geringeren Rahmen, was du einen Abstand haben darfst, weil du, glaube ich, jetzt schon nah sein wirst. Wie viel ist das, die große oder die kleine? Die große, ganz normale. 5,99. Nope. Und ich sage, du darfst 10 Cent entfernt sein. 6,99, keine Ahnung. Es sind, du bist nicht drin, 6,49 €. Aber daran wollte ich auch nochmal widerspiegeln. Das hat früher 5 € gekostet. Mann. Jetzt kostet es schon 6,49 €. Jetzt war ich genau zwischen... neben hinter und vor. Ja. Okay, jetzt nehmen... Aber random Fact am Rande, ich mag Ben & Jerry's nicht so gerne. Also ich mag halt lieber Eisdielen-Eis oder... Ja, ihr kennt unsere Lieblingseissorten. Und dann haben wir zum Schluss von meiner Seite aus noch dieses Objekt. Oh, was ist das denn für eine Uhr? Das ist keine teure, oder? Weil da steht jetzt auch gar keine Marke dran. Wo würdest du auch eine Random-Uhr nehmen? Das sieht mir gerade nicht nach einer krassen aus. Sieht mir jetzt auch nicht nach einer Rolex aus. Das steht da meistens, glaube ich, drin. Ja, dann ist es wahrscheinlich so eine Random-Diesel-Uhr oder so. Also nichts gegen Random-Diesel-Uhr und ihr habt auch keine Rolex. Aber dann sage ich, es sind 99,99 €. Okay, weil das schon crazy ist, darfst du in der Spanne von 10 € sein und das bist du nicht. Dann sag ich, das ist eine random 19,99 €. Ne. Okay, jetzt bin ich gespannt. Einfach eine 1-Cent-Uhr. Was? 1 Cent! Eine Herren-Casual-Sportuhr, 3 Augen, digital, Leuchtskala, analog, Quarzuhr, Mode, Stahlbanduhr für 1 Cent. Und das auf Amazon, ist ja nicht mehr Wish oder so. Ja. Hä? Das ist ein random Aber was hast Augen du für, also das müsste man jetzt auch mal wissen, was das für Lieferkosten hat. Ja, das hat glaube ich so 9 € Lieferkosten oder so. Aber krank. Aber ich war gut, dass ich erkannt habe, dass es keine Designeruhr ist, ne? Ja, also, die sieht auch wirklich richtig billo aus. Jetzt ich meine, vor 1 Cent kann man das auch nicht erwarten, aber es ist wirklich... Das sieht aus wie meine Kinderofenfuhr, nur halt in Ja, aber Schwarz, so sehen auch manche teure Uhren aus, wo du dir denkst, dafür 100.000 €, I doubt it. Wenn ich mir schon eine teure Uhr hole, dann muss da schon fett stehen, ich bin reich. Jetzt komme ich mit dem Beklopptesten, was ich heute anzubieten habe. Und zwar komme ich an mit The Merch NFT. Das ist ein NFT. Ja, doch, kenne ich. Ja, kennst du? Mhm. Ja, das sind ja die, also für alle, die es nicht wissen, das sind die nicht physischen Bilder, Kunstwerke, die man wirklich teuer verkaufen kann. Und das in diesem Fall ist jetzt auch das teuerste, was es momentan auf dem Markt gibt, möchte ich einmal dazu sagen. Also, wir wenden heute so viele gesellschaftsbelastende Sachen, aber es tut mir so leid. Es ist so, ich kann mit sowas nichts anfangen. I'm sorry. Es ist genauso, wenn hier jemand ein paar Kleckse auf eine Wand schmeißt und sagt, boah, das ist so krass, das wird hier 5 Trilliarden Euro verkauft. Nee. Also, das Gemälde besteht aus schwarzem Hintergrund mit 3 weißen Punkten. Ja, ihr seht's ja, ne? Vor allem, ich denke mir halt auch so, du hast hier doch das Bild. Also, das kann ja jeder haben, aber irgendwie ist das NFT, kann nur eine Person haben. Das ist nicht übertragbar. Ich verstehe es einfach nicht. Es muss ja schon, wenn du sagst, es ist das Teuerste, es muss es ja übertrieben teuer sein. Ja, wer weiß. Ja, ich glaube schon, dass es übertrieben teuer ist. Ich würde jetzt vielleicht nicht 1 Million sagen, aber so vielleicht bin ich in dem Rahmen drin, wenn ich sage 800.000. Caro glaubt noch an die Menschheit. Du darfst 10 Millionen entfernt sein. Ja, 15 Millionen. Du darfst 10 Millionen entfernt. Ja, und also, ich habe gerade 800.000 gesagt. Das teuerste NFT momentan, laut meinem Wissensstand, was mir angezeigt wurde, nämlich The Merch, wurde für 91,8 Millionen Dollar erworben. Am 4. Dezember 2021. Und ich glaube, das ist doch nochmal ein guter Moment, um dieses Video zu beenden. Das spiegelt nochmal alles wirklich super wider.
Da sieht man einfach, dass wir so ein kleiner Fitzel sind von dem Ganzen hier, ne? Kommen wir jetzt aber zu Nakas Highlight der Woche und ich werde schon ein bisschen emotional oder ein bisschen getrimmter mit der Stimmung, weil das, was wir empfehlen, das ist ein Film, ist nicht zu schwache Nerven. Muss man also einfach Triggerwarnung muss da ausgesprochen. Triggerwarnung wird groß geschrieben da. Der Film heißt Ich bin so glücklich. Oder ich bin so glücklich, weil ich jetzt nein, ich bin so glücklich. Also wir haben ihn auf Netflix gesehen und da geht es um ein Mädchen oder eine heranwachsende Frau, die auf schlimme Kindheitsmomente zurückblickt und heranwachsende Frau. Ja, eine Frau, die auf ihre Kindheit zurückblickt und gerade auf schlimme Momente in ihrer Kindheit. Ja, hat in ihrem Umfeld viele Menschen, die sie nicht unterstützen, wie es sein müsste, die sie sehr schlecht behandelt haben und es auch immer noch tun und dieser Film zeigt so ein bisschen, wie sie da rausbricht und lernt, wie sie sich selbst was Gutes tut, wie sie selber auch lernt, das Ganze zu verarbeiten und nicht zu verdrängen und für andere Menschen zu funktionieren. Also schaut ihn euch super, super gerne an. Ist eine Netflix-Produktion mit Mila Kunis, spielt die Hauptrolle. Also ich finde, das zeigt auch nochmal, dass sie nicht nur humorvolle Comedy-Filme drehen kann, sondern auch wirklich, wirklich ernste Themen super, super widerspiegeln kann. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß und wir finden gerade sowas, was mit einem kleinen Vorbereitungsaspekt verbunden ist, wird immer richtig, richtig lustig und auch interessant. Also gerade, was wir heute noch mal ein bisschen erfahren haben, ne, kann man mal erfahren. Das hat man nicht jeden Tag gesehen, was wir da gesehen haben. Falls ihr das aber auch so seht, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir haben natürlich auch noch so, so viel im Petto. Das können wir auch noch alles noch mal verbreiten. Also gebt gerne Daumen nach oben, wenn wir das halt vielleicht noch mal drehen sollen, wenn ihr das cool fandet. Also was Caro ja auch schon gesagt hat. Ihr könnt auch super gerne in die Kommentare schreiben, welchen Preis hättet ihr am wenigsten erwartet. Also wo wart ihr vielleicht sogar schockiert, weil ihr wirklich nicht damit gerechnet hättet, ob jetzt in den hohen Bereich oder auch im niedrigen Bereich, wie zum Beispiel die Uhr. Und ihr könnt uns auch super gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf diesem Kanal und bleibt immer hier bei uns mit am Start und erhaltet wöchentliche Videos. Nicht zu vergessen sind da ja unter anderem auch unsere Shorts. Also schaut auch mal gerne bei unseren Shorts vorbei. Die gibt es immer zwischendurch innerhalb der Woche, wenn halt gerade nicht am Samstag um 10.30 Uhr hier das Hauptvideo online geht. Schaut da auch gerne vorbei. Wir haben auch letztes Mal in einem Stream gebacken. Das haben wir auch jetzt Video hochgeladen oder kommt noch, weiß ich jetzt gerade nicht. It's a Planung. Dann würden wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.